Ey Marie, unser Bus kommt in 20 Minuten, gib nur ein bisschen Gas. Entschuldige mal, nur weil ich gleich ins Camper-Business einsteige, heißt es noch lange nicht, dass ich verwahrlost aussehen muss. Alter, ich dreh noch durch, Mann. Oh. We don't belong here. I want more out of life. Cause the longer we stay here, the harder the fight. Said hey, yeah, 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 call it a start by leaving behind what's breaking our hearts. I said hey, yeah, 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 follow the spark, ain't nothing but a one way. Wie war deine letzte Nacht? Oh, furchtbar. Kalt? Kalt, laut. Ich habe fast gar nicht geschlafen. Packen wir's? Ja. Ja. Wir müssen gucken nach Napier. Napier. Gibt doch eine Zahl haben, oder? Ja, aber die ist ewig lang. Ha? Die ist ewig lang, die Zahl. Ja, und? Ich kann die nicht auswendig. Oh je, sehr windig. Napier. Ja. Sofort? Wir haben jetzt unseren Camper. Wir haben keine Ahnung, wo wir anfangen sollen. Es ist so komisch gerade. Wir müssen mal irgendwie eine Bestandsaufnahme machen. Wir müssen gucken, was alles da ist, was wir eventuell noch einkaufen müssen. Gleichzeitig aber auch so Dinge wie Batterie anschließen. Und es ist echt gerade irgendwie ein bisschen chaotisch und ein bisschen viel. Guckst du jetzt nach der Batterie oder was machst du? Ja, aber ich habe keinen Plan, wie das so richtig funktioniert. Kann ich dir irgendwas helfen? Just not connect the battery again, wie wir das ganze Kabel rauskriegen. Das Kabel muss hier rein. Aber wie soll das funktionieren? Weißt du, was du da machst? Na, oder? Nein. Wie ist der Plan? Ich habe einen. Und zwar gehen wir einmal Auto waschen. Ich muss das einmal geputzt haben, ich muss einmal saugen, damit ich mich wohlfühle. Und dann fahren wir irgendwo hin, wo wir Putzzeugs kaufen können. Und dann wird erstmal ein bisschen Klarschiff gemacht. Also wir wussten ja, dass der Camper jetzt schon eine ganze Weile rumsteht und nicht benutzt wurde. Dementsprechend hatten wir uns ein bisschen auf Staub und so eingestellt. Dass das Ganze dann so übel aussieht, da hätten wir, glaube ich, nicht mit gerechnet. Mein erster Gedanke, als ich den Camper das erste Mal gesehen habe, war, okay, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Und als ich dann genauer hingeguckt habe, habe ich gemerkt, wir müssen da noch richtig viel Arbeit reinstecken. Jetzt probieren wir mal, ob das Ding angeht. Ich glaube es nämlich nicht. Gott, hier ist alles voller Spinnehuddeln, ey. Was denn das? Okay, Strom ist da. Wow, hätte ich nicht gedacht. Fährt er sich? Ja, ganz okay, aber es ist halt ungewohnt, auf der rechten Seite zu sitzen. Ja, aber auch die Scheiben sind dreckig, nur erstmal geputzt, weil ich sehe gar nichts. Hat der eigentlich Standheizung? Auf keinen Fall. Schade. Wir haben jetzt einfach mal das Wichtigste gekauft. Putzlappen, Allzweckreiniger, Trinkwasser. Ich glaube, das war's. Das ist irgendwie, man ist komplett überfordert. Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Jetzt gehen wir essen. Genau. Beim Essen fangen wir an. Jetzt gehen wir erstmal was essen und überlegen uns einen Schlachtplan.
Wir brauchen unbedingt eine Tankstelle mit Luft. Und Sauger. Sauger und hier noch Außenputzzeug für die Scheiben, weil ich sehe nichts durch die Scheiben. Ja. Aber das kann man ja nicht googeln. Ich brauche eine Tankstelle mit Sauger. Geht ja nicht. Henkersmahlzeit. Wobei ich glaube, dass du vielleicht sogar im Camper was Besseres zaubern kannst als das hier. Ich nehme Nudeln. Nudel, Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, Tomate. Ciao. Wo fahren wir jetzt hin? Zum Saugstauber, Staubsauger. Dann gucken wir, dass wir irgendwie noch irgendwie warme Decke oder so im Warehouse kriegen. Thermounterwäsche brauche ich. Alles, alles was warm gibt. Und dann gucken wir, dass wir auf den Campingplatz fahren, dass wir noch ein bisschen Tageslicht haben, um das ganze Ding hier mal zu putzen. Ja. Alles eklig. Sieht aber auch nicht aus wie ein Campingplatz. Ich habe Bilder gesehen. Das ist da hinten am Haus, kann man stehen. Aber ja, es ist komisch, bist bei irgendwelche Privatmenschen auf eurem Hof. Aber du ganz ich ehrlich. Glaubst du, die wohnen da? Ah ja, guck doch mal das Haus an. Ah, da kommt jemand. Ah, guck an, da kommt jemand. Aber ist mir tausendmal lieber wie in irgendeinem Dreckloch, wegen einem Junkie-Parkplatz oder so. Man steht jetzt einfach hier an einem Wohnhaus im Hof, oder wie? Ja, hat ein bisschen Abschlacht-Vibes, aber immer noch besser wie irgendwelche hier Obdachlosen. Ich dachte, das wäre ein Campingplatz. Nö. Komisch. Was ist los? Was ist los? Das ist doch gut. Das ist gut. Hä? Das ist gut? Ja, das ist gut. Wenn das gut ist, was ist dann nicht gut? Also die Kommentare waren alle positiv und da gab es Hardcore-Camper, die geschrieben haben, das war ist der beste Platz, an dem sie je waren in Neuseeland. Und alle anderen haben schlechte Rezensionen. Also ich finde es jetzt aber auch wirklich okay. Man duscht zwar in einem komischen, aufgesägten. Nimm mal das Wassertonne. Aber das sieht. Du hast heißes Wasser. Du hast ein gescheites Klo. Auch in einem. In der Tonne. Aber es ist eine gescheite Schüssel. Ach du Scheiße. Das ist super. Also wenn das super ist, dann habe ich. Wirklich habe ich keine Ahnung, wie ich das 2 Monate lang überleben soll. Wirklich, jetzt ohne Scheiß, Felix. Das ist doch aber okay. Was ist da an jetzt schlimm? Ich erfriere, wenn ich da dusche. Das ist, die ist draußen, die Dusche. Ja, aber es heiß. Es hat hier, was weiß ich, 10 Grad oder so. Es hat 5, 14. Aber das ist, ach ja, das ist super. Also unseren ersten Stellplatz hat auf CamperMate extrem gute Bewertungen und deswegen habe ich ihn gebucht. Wir haben eigentlich einen Campingplatz erwartet, aber es ist eigentlich nur ein riesiges Anwesen, so wie so ein Ranch in den USA mit ganz viel Land außenrum. Und der Mann lässt einfach Leute auf seinem Schotterparkplatz stehen, übernachten. Ich will nach Hause. Dann gehen wir morgen. Hier. Ich kann hier nicht sein. Dann geh mal heim. Es ist so kalt und so nass alles. Und ich fühle mich so dreckig. Jetzt schon.
ich meiner Mama. Ich hab ein bisschen aufgeschmissen, fängt ich an zu heulen. Also Streicheln hat nicht geholfen und sie hat sich nicht beruhigen lassen. Ja, da kam halt einfach alles zusammen. Ich war komplett übermüdet, mir war eisekalt, ich war echt durchgefroren und die absolute Überforderung. Das war eine Nacht, hey. Kaffee. Also mit einem kleinen Hilfsmittelchen war die erste Nacht im Camper dann gar nicht mal so schlimm. Wir haben 12 Stunden durchgepennt, musste unseren kompletten Plan vom zweiten Tag über der Haufe schmeißen, weil wir so lange geschlafen haben. War top. Okay. Aussortiere. Nicht ja. Fort. Ich will die ganze Scheiße nicht mehr haben. Nimm mal deinen Stuhl dahin, setz dich dahin und wir gehen alles einzeln durch. Fort. Vor allem, der ist auch nicht Thermos. Also das Fort. Zeig uns mal das Klo, Marie. Viel Spaß. Ganz ehrlich, so eine Sitzung auf einem Klo aus Wasserfässern ohne Tür war eigentlich ganz gut. Und kannst du vielleicht die ganzen Spinnhuddeln zeigen und die Viecher, die da drin sind? Hier überall. Daneben ist einfach Stroh. Warum liegt da Stroh? Das gleiche gibt es auch nochmal auf der anderen Seite als Dusche. Ja, auch. Mir ist noch zu kalt. Kleinteil. Es ist 31 Grad. 31 ist definitiv zu kalt. Ja, ich habe ein bisschen mehr Kaltwasser dazu gemacht. Weil du sagst, das war zu heiß. Oh, das ist gut. Ich war gestern ehrlich gesagt ein bisschen erschrocken, als ich es im ersten Moment gesehen habe. Da hat es ja auch noch geregnet und es war windig und kalt und sowas. Jetzt habe ich gerade geduscht und es war nicht so schlimm wie gedacht. Boah, Marie wird so hassen. Jetzt gucken wir mal, wie sie reagiert. Hallo. Hallo. Was ist los? Was hast du denn gemacht? Was soll denn das sein? Das sind Schnauzer. Warum? Schatz, die ganze erfahrene Camper können uns nicht ernst nehmen, wenn ich keinen Schnauzer habe. Jeder Camper braucht einen Schnauzer. Hast du das schon gezeigt? Hä? Hast du dich schon gezeigt? Ja. Wo hast du das denn jetzt gemacht? Da hinten. Warum hast du mich nicht gefragt? Weil es eine Überraschung ist. Aber das ist doch ganz klar. Als Camper brauchen wir einen Schnauzer. Ja, dann brauche ich auch Achselhaare. Ja, let's go. Also jeden Camper ohne Schnauzer kann ich nicht ernst nehmen. Und ganz ehrlich, ist sexy, oder? Ciao, Alter. Fuck, sieht das geil aus. Nach 8 Stunden Fahrzimmer auf dem nächsten Campingplatz ankomme. Wir wollten schnell in den Norden, weil wir gekauft haben, dass das Wetter besser ist. Es ist auch besser. Wir haben unterwegs eingekauft und es gibt ausnahmsweise mal wieder die Nudeln. Aber wir vergessen das Salz zu kaufen. Und ich habe gerade schon probiert. Es schmeckt einfach nur nach eugeschlofenem Arsch. Schmeckt so langweilig. Dafür haben wir aber Wein. Aber ich bin sowieso so ein Versalzener und jetzt komplett ohne Salz.
Aber wir haben Wein. Wir haben Wein. Neuseeländischen Wein aus Plastikbechern, wie sich's für einen richtigen Camper gehört. Ja. Und ja, wir sind wieder auf dem Campingplatz. Wir müssen uns doch so langsam neigrufen, ne? Marie, weil ich hab Schiss, dass sie wieder einen Nervenzusammenbruch kriegt. Deswegen bleiben wir erstmal so die ersten paar Tage auf einem Campingplatz oder gehe von Campingplatz zu Campingplatz, je nachdem, wie es uns quält. Und dann irgendwann, wenn wir mal frei stehen. Oder? Ja. Wow, ist das langweilig. Ich finde Salz auf jeden Fall. Boah, schmeckt das scheiße. Aber die Nudeln sind ein bisschen verkocht. Nein, doch. Nein. Ich hau einfach ordentlich scharf drauf. Vielleicht hilft's. Challenge Time. Wir haben uns überlegt, dass wir uns gegenseitig kleine Challenges stellen, die aber dann beide machen müssen. Einfach um uns ein bisschen aus unserer Komfortzone zu bringen. Und wir sind gerade auf dem Campingplatz, wo es kostenlose Sauna gibt. Und ich weiß, dass Marie 0,0 Bock auf Sauna hat. Sie war noch nie in einer Sauna und sie will eigentlich ja nie in eine Sauna. Heute ist soweit. Was? Heute kommt die Ash Challenge. Oh nee, heute noch? Ja. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, beziehungsweise ist eigentlich nur die Challenge für dich. Oh Gott, was muss ich machen? Aber nee, ich habe gesagt, wir machen alles. Was muss und es hat jetzt aber auch nichts mit Campe richtig zu tun, aber... Challenge ist a Challenge. Was muss ich machen? Wir gehen heute in die Sauna. Warum? Ich will nicht in die Sauna. Ich und Sauna. Ich schwitze nicht gerne. Was soll ich denn in der Sauna? Da sind nur nackte Menschen. Alle schwitzen alles voll. Was macht man da? Was macht man denn da die ganze Zeit? Statt an die Decke oder... Ach so, ein Schwachsinn. Das ist einfach nichts für mich. Ich glaube, Marie freut sich richtig. Das ist es. Das ist es. Geile, rundes, kleine Sauna. Nur für uns. Oh je. Und was macht man jetzt hier? Entspannen. Einfach nur sitzen und... Sitzen und sein. Wir können auch mal einen Fuß machen. Und wie geht es jetzt? Achtung! Und alle Glühe, die Stäbe da drin. Okay, reicht. Oh. Echt jetzt? Ja. Unter das eiskalte Wasser gehen. Gehört zur Challenge dazu. Das hast du aber nicht gesagt. Natürlich zwei Saunagänge mit eiskaltem Wasser abdusche. Und danach gleich wieder rein? Ja. Oder hier draußen bleiben? Ja, nee, wenn frierst, dann schrei. Ich würde sagen, Challenge bestanden, oder? Also, für die meisten wäre das jetzt wahrscheinlich nicht wirklich eine Challenge gewesen. Mich hat es schon ein bisschen Überwindung gekostet, aber ich habe es gemacht. Ich bin stolz auf mich. Es war nicht so schlimm, aber es war jetzt auch nicht so geil. Also diesen Hype kann ich immer noch nicht verstehen. Was soll das? Warum schwitzt man gerne? Kapiere ich nicht. Da drin ist es auch langweilig, da läuft nicht mal Musik. Haben wir es dieses Mal endlich geschafft, irgendwann gegen morgen unser Heizerle anzuschmeißen. Das sieht man, glaube ich, da hinten dran, oder? Da ist es. Ja. Weil es gegen morgen halt immer eiskalt wird. Das heißt, das haben wir jetzt heute Morgen endlich mal geschafft, dass wir nicht in Eiseskälte aufwachen. Aber woran ich mich nie gewöhnen kann, ist... Ja, das ist halt alles nass. Und die letzten Tage war immer Sonnenschein fast schon morgens. Gestern. Gestern. Und dann kann man alles schön aufreißen, durchziehen lassen. Aber jetzt ist heute halt auch wieder
Nieselregen und bewölkt. Weiß ich nicht, wie man das macht. Gott sei Dank haben wir so viel Technik dabei. Das iPad eignet sich perfekt als Tableau. Felix sitzt hinten in seiner Ecke. Der wird nämlich jetzt gleich Manager eines imaginären Football-Teams. Magst du mal kurz was dazu erklären? Fantasy Football? Das ist, Schatz, ich glaube, das ist fast jedem ein Begriff. Ah, okay. Das ist hier, ich draft jetzt meine Spieler und wenn die in echt gut performen, dann performe auch ich gut. Und dann schlage ich meine ganzen Freunde. Wie jedes Jahr. Nicht. Und dazu sieht man aus wie von 8 Mile? Ja. Bist du Rapper? So besser? Wie nett. Der Kaffee ist echt gut. Aber weißt du, was ihn noch geiler machen würde? Hm? So ein Milchaufschäumer-Dingsbums, den wir auch zu Hause hatten, bevor wir den großen hatten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Hafermilch. Oatly Hafermilch. Das wäre schön. Kaffee drauf. Aber der schmeckt auch gut, oder? Ja, vielleicht kann ich mir es einbilden, dass da geschäumte Hafermilch drin ist. Schaumig. Haferig. So, Thema Strom. Kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe aber mittlerweile rausgefunden. Unterm Sitz hier ist die normale Autobatterie, die das Auto hier zum Starten, zum Anmachen und so. Ich hoffe, dass da nichts anderes an Strom abgeht. Dann haben wir hier einmal diesen weißen Stecker hier. Der kommt von hinten. Von hier, von den zwei Autobatterien hier. Und da wird angezeigt, wie der Ladezustand ist, weil das ist der Strom von unserem Solarpanel. 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 Dann haben wir aber jetzt noch hier so ein orangenes Stecker und das ist ein normaler Anschluss. Und das orangene Kabel geht hier hin raus und es ist ein Starkstromanschluss. Das sagt mir, dass wir nicht wie richtige Camper hier den Starkstromanschluss da vorne anschließen und dann das ganze Auto über den Strom versorgen können, sondern ich glaube, dass wir nur dann den einen Stecker haben. So, jetzt haben wir hier so ein Ding. Ich denke mal, dass der zum Umwandeln vom Strom ist, weil sonst zerreißt ja die Geräte. Reset, Test on. Funktioniert. So, jetzt gucken wir mal, ob da Strom drauf ist. Bist du dir aber sicher? Hm? Nicht, dass jetzt hier gleich was explodiert oder so? Ja, sicher bin ich mir nicht. Und was willst du jetzt da dran stecken? Irgendwas Unwichtiges. Hast du was Unwichtiges? Oh Gott. Wir haben nichts Unwichtiges, wir haben nur wichtiges Zeug. Die hässliche Lichterkette. Muss ich das jetzt machen? Ja, mach. Hier reinstecken? Ja. Und wenn ich eine gewischt bekomme? Krieg ich keine gewischt bekommen. Wie geht denn das? Geht nicht. Da, doch. Ah, doch. Also die ist doch hässlich, oder? Boah, die blinkt ja sogar. Aber wir haben Strom. Vier Nächten im Camper sind wir endlich so weit eingerichtet und so zufrieden, dass wir ihn euch präsentieren können. Tada, das ist das gute Teil. So, wir fangen einmal hier an. Strom hat der Felix euch ja schon mal ganz kurz angeschnitten und ein bisschen was erklärt. Dazu könnte ich auch überhaupt nichts erklären. Dann haben wir hier ein bisschen Stauraum. Da sind so unsere Regenschutzsachen und ein bisschen Waschmittel und sowas. Hier sind die Camperstühle und Campertisch und alles Mögliche. Dann haben wir hier die Matratze, die relativ bequem ist tatsächlich. Da ist so ein Bambu-Topper obendrauf, deswegen liegt man doch relativ komfortabel.
unser schönes gemachtes Bett. Ich liege auf dieser Seite, Felix liegt da. Dann gehen wir einmal nach vorne in das Kernstück, nämlich Küche, Wohnzimmer, Schlafbereich, alles. Ich gehe mal rein. Natürlich alles ein bisschen eng. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. Also wie gesagt, das Bett. Hier unten ist der ganze Stauchraum. Hier haben wir so unseren Waschbeutel und Flipflops zum Duschen und sowas. Hier ein paar Klamotten, Technikkram. Von Technik haben wir extrem viel. Der halbe Camper ist voll mit irgendwelcher Technik. Dann ganz, ganz wichtig, Wärmflasche für die kalten Nächte. Und wir haben hier auch noch ein Heizerle. Das habt ihr, glaube ich, auch schon mal gesehen. Das rettet uns immer so den Morgen. Da unten drunter ist natürlich noch viel, viel mehr Stauraum. Unter anderem auch die Camper-Toilette. Dann seht ihr hier unseren Schrank. Die oberen drei Körbe haben wir für Küchenutensilien. Da ist so Toastbrot, Nudeln, Dosenfutter und sowas drin. Hier ist einmal Zwiebel und Knoblauch. Die drei hier haben wir für Klamotten. Unterwäsche und so ist da drin. Und hier ist auch nochmal Technikkram. Hier unten ist Putzzeug, da ist Klopapier und Anti-Mukiko-Zeugs und sowas. Auch nochmal Technik. Dann haben wir hier oben eine Arbeitsfläche, die wir bisher aber nur als Ablage benutzen, weil hier drin haben wir tatsächlich noch nicht gekocht. Hier ist alles, was man so für die Nacht braucht und auch ganz super schön. Wir haben ein Licht mit Fernbedienung. Heißt, wir können vom Bett aus das Licht ausmachen. Hier unten hinten ist auch noch mal so ein bisschen Kochutensilien. Noch mal eine Lampe, eine hässliche Lichterkette. Das Waschbecken, das wir auch noch nicht wirklich benutzt haben. Der Kochbereich, die Herdplatte mit Gaskartuschen funktionieren die. Dann haben wir hier zwei Schieber, einmal mit Besteck und allem Möglichen und einmal mit Teller und Tassengedöns. Wenn man hier den Schrank aufmacht, hat man einmal Frischwasser und das Schmutzwasser, das dann daraus laufen würde und einmal hier Topfpfanne-Gedöns. So, dann haben wir uns einen Regenschirm gekauft, weil wir jetzt schon eine Nacht hatten, in der es geregnet hat und ich nicht aufs Klo gehen konnte, ohne komplett durchnässt gewesen worden zu sein. Hier haben wir unsere Kühltruhe, Kühlschrankersatz. Haben wir tatsächlich gestern mal angeschlossen, um unseren Traubensaft zu kühlen. Das funktioniert mit diesem Anschluss hier in den Solarstromstecker-Dingsbums. Mülleimer, Gardinen. Ich glaube, das war's, oder? Hier vorne. An alle Camper-Profis, wie macht ihr das mit den Schuhen? Wir haben immer so ein bisschen das Problem, wo lässt man die nassen Schuhe, wenn es denn regnet und wo... Erklärt mal, wie ihr das so macht. Dann haben wir hier noch ganz unspektakulär die Fahrerkabine. Die nutzen wir natürlich, wenn wir nicht fahren, auch für Stauraum. Da ist unter anderem Felix Technik-Rucksack. Und hier haben wir uns so eine Kiste gemacht mit den ganzen Kochutensilien. Wenn wir in der Küche kochen, dann nehmen wir das immer so mit. Wäschebeutel. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel mehr zu sehen. Hallo, wir wollten vor 15 Minuten losfahren.